Hallo. Hallo. Na, dabei, wie geht's dir? Gut. Hallo. Ja? Hallo, Andreas. Was machst du da, Papa? Papa? Ja? Ich bin Mode. Ja? Ich bin Mode. Ich hab zur Früh aufgestanden und jetzt bin ich Mode und verschwitzt. Hast du heute Mittagsschlaf gehabt? Ja, ein bisschen habe ich geschlafen. Der hat die Storen aufgemacht. Und jetzt hat es so unten gehängt. Und so habe ich in meinem Bett geschlafen. Und so den Kissen auf den Kopf, gelegt. Du hast ja Kissen auf den Kopf gelegt? Ja. Deswegen bist du so verschwitzt? Ja. Андреас, пути. Habt ihr Papa vermisst? Ja. Ja. Скажи, как у тебя дела? Хорошо. Как тебя зовут? Адабель. Скажи, а где ты сейчас находишься? У бабы Люди. А кто такая баба Люда? Это бабушка моя. Твоя бабушка? У меня садики каникулы. Я приехала к бабушке, дедушке. Это Андреас. А кто такой Андреас? Мой братик. А что он делает? Он своим братик. Почему? Потому что он хочет все время блинчики. Он хочет все время блинчики? Да, я думаю. Ты тоже любишь блинчики? Да. А что ты еще любишь кушать? Хлеб с зеленым. Пасту. Огурец. А что еще? А что еще? Не знаю. Что еще? Брокколи. Маленькую клубнику. И все? Да. Да? Потом буду дальше рассказывать. Потом будешь дальше рассказывать. Ну ладно. Hallo meine Lieben, wie ihr bereits erkannt habt, wachsen meine Kinder zweisprachig auf und in diesem Video möchte ich mit euch Tipps und Tricks und meine Erfahrungen teilen, wie wir unsere Kinder zweisprachig erziehen. Ein kleiner Hintergrund zu meiner Familie. Meine Muttersprache ist Russisch und ich kam nach Deutschland, als ich 19 Jahre alt war und Deutsch ist meine Zweitsprache. Die Muttersprache meines Mannes ist Deutsch und Deutsch ist auch unsere gemeinsame Familiensprache. Unsere Kinder wachsen zweisprachig auf und wir nutzen die Strategie OPOL. Darüber werde ich etwas später in dem Beitrag reden. Darüber hinaus erfährst du in diesem Video, wie man mit der Zweisprachigkeit anfängt, welche Vorteile bringt das deine Familie, welche Herausforderungen hast du und welche Strategien kannst du nutzen, um dein Kind zweisprachig zu erziehen. Dein Kind zweisprachig erziehen zu können, ist eine tolle Chance. Ich sehe das als ein Geschenk, was ich meinem Kind geben kann. Und dieses Geschenk kann ich meinem Kind nur einmalig geben. Nimmt man diese Gelegenheit, diese Chance nicht zu einem richtigen Zeitpunkt wahr, wird das Kind nie wirklich zweisprachig sein. Ich wäre auch begeistert, so ein Geschenk im Leben zu haben. Hätte ich zwei Muttersprachen gehabt, wäre ich wirklich glücklich darüber und mir vielleicht viel Zeit und Arbeit erspart bei dem Erlernen einer Fremdsprache. Welche Vorteile kann dein Kind haben, wenn es zweisprachig aufwächst? Die Neurobiologie hat nachgewiesen, dass die Gehirnzellen von den mehrsprachigen Personen anders vernetzt sind. Die sind etwas komplexer und dichter. Man hat auch nachgewiesen, dass die Kinder, die zweisprachig aufwachsen, haben besseres Verständnis bei mathematischen Aufgaben. Die haben höhere Konzentrationsfähigkeit und bessere Aufmerksamkeit. Und natürlich lernen diese Kinder die weiteren fremden Sprachen viel schneller und einfacher. Nutz diese Chance. Wenn du eine Familie hast, wo Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit möglich ist, nutzt diese Chance, ganz egal welche Sprachen es sind. Ob das jetzt häufig gesprochene Sprachen sind wie Englisch oder Spanisch oder Sprachen, die nur ein kleines Völkchen, kleine Anzahl von Erdenbürger sprechen, es ist ganz egal, dein Kind wird davon profitieren. Nächster Tipp von mir ist, geduldig sein. Man muss auf jeden Fall Geduld mitbringen. Zweisprachig dein Kind zu erziehen ist nicht einfach. Man soll immer konsequent bleiben, wenn man eine oder andere Strategie aussucht.
Es ist manchmal anstrengend, man soll auf jeden Fall viel Ausdauer und Geduld mitbringen und Vertrauen in dein Kind haben, dass dein Kind die zwei Sprachen aufsaugt wie ein Schwämmchen, weil so sind die Kinder nun in diesem Alter ab Geburt, die saugen die Sprachen einfach auf. Der nächste Punkt ist, wann sollst du damit anfangen? Spätestens ab Geburt soll das Kind den Sprachen ausgesetzt sein, die er als Muttersprachen lernen soll. Ich sage spätestens, weil der Spracherwerb beginnt bereits in der Schwangerschaft. Circa ab dem 5., 6. Monat können die Kinder bereits im Mutterleib Geräusche hören und sie hören, was die Mama sagt und sie hören, was anderen Personen in der Nähe sagen. Und spätestens ab Geburt soll dein Kind in allen Sprachen ausgesetzt sein, die es als Muttersprachen lernen soll. Man soll mit dem Kind in allen Sprachen viel reden und kommunizieren. Nächster Tipp von mir, ich finde den sehr wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass jedes Kind ein Unikat ist. Jedes Kind ist individuell, genauso individuell ist der Spracherwerb von einem Kind. Und in diesem Bereich Sprachentwicklung ist die Schere der Entwicklung eigentlich am größten. Manche Kinder fangen erst mit 2 Jahren an zu reden, die anderen erst mit 3. Und alles ist möglich und verfall bitte nicht in die Panik, falls dein Kind noch nicht angefangen hat zu sprechen. Denk nicht, dass es wegen der Zweisprachigkeit ist. Es kann sein, ja, dass die Kinder, die 2 Sprachen lernen, etwas später anfangen zu sprechen. Es muss aber nicht sein. Also bei meinen Kindern kann ich diesen Punkt total widerlegen. Beide haben mit 12 Monaten angefangen zu reden, wie ein Durchschnittsbaby, und ich hatte keine Verzögerung gemerkt. Genauso ist es keine Garantie, falls dein Kind nur eine Muttersprache hat, dass es früh anfängt zu sprechen. Es gibt auch Kinder mit einer Sprache, die etwas später anfangen zu reden. Wie gesagt, alles ist individuell. Auch die Art und Weise, wie die Kinder die Sprache erwerben, ist anders, unterschiedlich. Manche bilinguale Kinder können gleich die 2 Sprachen voneinander trennen und können das ganz gut unterscheiden. Die anderen wiederum mischen die Sprachen am Anfang. Die sagen ein Wort in einer Sprache, ein Wort in der anderen Sprache und alles ist normal. Es ist einfach so ein Prozess, was die Kinder durchgehen. Denk einfach dran, dass dein Kind Unikat ist und es wird auf eigenem Tempo die Sprache erwerben. Die Kinder haben absorbierenden Geist und die saugen einfach die Sprache wie ein Schwämmchen auf. Und die werden auch die 2 oder 3 Sprachen gleichzeitig aufsaugen können. Vertraue denen. Jetzt kommen wir zu den Strategien. Welche Strategien kannst du verwenden, um dein Kind bilingual erziehen zu können? Eine Strategie, die wir nutzen, heißt OPOL, One Person, One Language. Das bedeutet, dass wenn du, wie bei uns, ich spreche Russisch, mein Mann spricht Deutsch, jede Person hat eigene Muttersprache und in dieser Muttersprache wird mit dem Kind gesprochen. Es wird sowieso empfohlen, nur in der Muttersprache mit deinem Kind zu reden. Nur so kann man emotionale Bindung mit dem Kind aufbauen, weil das ist die Sprache, in der wir uns am besten ausdrücken können. Das ist die Sprache, in der wir selber als Kinder mit unseren Eltern kommuniziert haben und diese Sprache ist sehr emotional für uns. Nächste Strategie ist ein Ort, eine Sprache-Strategie. Das ist eine Strategie für die Familien, die mehrere Sprachen haben. Es kann sein, dass die Eltern jeweilige Muttersprache haben und kommunizieren aber untereinander in einer dritten Sprache. Da müssen sie natürlich unterscheiden, wann sie welche Sprache nutzen. Und man kann dem Kind sagen, wenn wir zum Beispiel beim Einkaufen und auf dem Spielplatz sind, nutzen wir diese Sprache. Wenn wir Besuch bekommen oder irgendwo eingeladen sind, nutzen wir die 2. Sprache. Und wenn wir gemeinsam an unserem Familientisch sitzen, nutzen wir die 3. Sprache. So kann das Kind auch unterscheiden und dementsprechend 3 Sprachen zum Beispiel gleichzeitig lernen. Und die 3. Strategie ist zu Hause Minderheitensprache sprechen. Das ist die Strategie, wenn zum Beispiel die Eltern beide die gleiche Muttersprache haben und die Muttersprache ist aber anders als der Ort, wo die Eltern wohnen. Ja, wenn das Kind in Kindergarten geht, in die Schule, draußen einkaufen geht, ist die Umgebungssprache eine andere als die Muttersprache von den Eltern. Und da können die Eltern zu Hause ihre Muttersprache sprechen und das Kind lernt durch Besuch vom Kindergarten, Schule und so weiter die Umgebungssprache. Und welche Strategie benutzt du zu Hause? Bitte schreib mir das in die Kommentare. Wie viele Sprachen hat dein Kind und welche Strategien nutzt ihr? Ganz egal, welche Strategie du nutzt, sei bitte konsequent. Das ist wahrscheinlich das A und O,
wenn man zweisprachig erziehen möchte oder mehrsprachig erziehen möchte. Du musst deinem Kind diese klare Strukturen geben, die klare Rahmenbedingungen schaffen, dass das Kind versteht, wann, an welchem Ort, mit welcher Person das Kind in welcher Sprache reden wird. Das Kind muss von vorne wissen, dass er zum Beispiel mit Mama in dieser Sprache spricht, mit Papa in dieser Sprache spricht, und bleibt bitte konsequent. Es ist wirklich schwer. Manchmal ist es schwer, konsequent zu bleiben. Wir nutzen zum Beispiel die Strategie One Parent, One Language und ich spreche mit den Kindern Russisch, was die Minderheitensprache ist. Und es ist wirklich nicht einfach, immer konsequent zu bleiben. Vor allem, wenn wir draußen sind, wenn ich weiß, dass die anderen Eltern vielleicht diese Information auch wissen sollen, was ich meinem Kind sage. Wie zum Beispiel, wenn mein Kind ist jetzt auf der Schaukel und das nächste Kind möchte auch gerne schaukeln, würde ich gerne auch meinem Kind Hinweis geben, dass da wartet jemand, aber ich würde gerne auch den Hinweis in der Sprache sagen, dass das andere Kind und Eltern versteht. Deswegen ist es nicht immer einfach, konsequent zu bleiben. Manchmal rede ich zu meinem Kind in Russisch und übersetze es gleichzeitig in Deutsch, dass die anderen Leute mitbekommen können, was ich meinem Kind gesagt habe, falls es nötig ist. Und manchmal verfalle ich ins Deutsche, vor allem wenn wir gemeinsam etwas unternehmen. Momentan können sie das noch unterscheiden. Also die Annabelle kann das ganz gut trennen, Gott sei Dank. Und ich hoffe, es bleibt so. Ich versuche immer konsequent zu bleiben, vor allem wenn ich nur mit dem Kind alleine bin. Das ist wichtig, dass das zumindest die Zeit, wo du alleine mit dem Kind bist, bleib immer konsequent und nutze nur die Muttersprache, die du hast. Die Sprache ist am natürlichsten für dich und da kannst du dich am besten ausdrücken. Nächster Tipp ist Sprechen, Lesen, Hören. Wenn das Kind einer Sprache nicht ausgesetzt ist, dann wird es die Sprache eigentlich nicht lernen können. Deswegen ist es sehr wichtig, mit dem Kind sprechen. Reden, reden, reden den ganzen Tag, dem Baby alles erklären, alles erläutern in der Muttersprache und einfach so viel wie möglich mit dem Kind reden, kommunizieren. Nur so durch Interaktion kann das Kind am besten die Sprache lernen. Auch sehr wichtig, dem Kind viel Bücher vorzulesen in jeweiliger Sprache. Скажи, что это такое? Самолет. Самолет. А это что такое? Мотоцикл. Машина. Машина. А это что? Трактор. Bei uns ist es wiederum so, ich lese auf Russisch, mein Mann liest auf Deutsch. Wenn ich ein deutsches Buch habe, mache ich so, dass ich das einfach übersetze. Also ich mache dann Synchronübersetzung, Gedichte, Reime. Auch super wichtig, um die Sprache zu verstehen, um den Rhythmus von der Sprache mitzubekommen. Ich kenne einige Gedichte auswendig und die Kinder lieben das einfach zuzuhören. Die wiederholen, die hören das mehrmals. Und das fördert auf jeden Fall auch die Sprachentwicklung. Nächster Punkt sind Medien. Man kann Musik hören in jeweiliger Sprache und ja, vielleicht ein bisschen Fernsehen gucken, Zeichentrick, irgendwas, je nachdem wie alt dein Kind natürlich ist. Wenn die Kinder dann älter sind, also Annabelle ist bereits 3 und sie darf ab und zu halbe Stunde, 20 Minuten am Tag irgendwas gucken. Normalerweise sind das Sachen auf Russisch, damit sie mehr und mehr der russischen Sprache ausgesetzt ist, weil die russische Sprache ist für sie eine Minderheitensprache. Deutsch hört sie natürlich im Kindergarten, mein Mann spricht Deutsch und wie gesagt, unsere gemeinsame Familiensprache ist Deutsch. Deswegen versuche ich so viel wie möglich russisches Input zu geben. Wichtig ist auch, eine bestimmte Umgebung zu schaffen. Vielleicht kann das Kind die Ferien in dem Land verbringen, Treffen mit Großeltern, Onkeln, Tanten. Es wird dem Kind auf jeden Fall Motivation geben, diese Sprache zu lernen, was jetzt zum Beispiel Minderheitensprache ist, nicht seine Umgebungssprache ist, aber er wird wissen, dass er zum Beispiel nur auf diese Art und Weise mit seinen Großeltern kommunizieren kann. Nächster Punkt bei der Zweisprachigkeit finde ich auch sehr wichtig. Man soll sich fragen, ja, als Eltern, wie wird mein Kind diese Sprache benutzen? Vor allem, wenn das Kind mehrere Sprachen hat, mehr als 2, wie weit willst du gehen, wie gut soll das Kind diese jeweilige Sprache beherrschen? Ich habe gelesen, dass das Kind mindestens 30% in der Woche einer bestimmten Sprache ausgesetzt werden soll, damit
das Kind diese Sprache gut lernen kann. Und da soll man sich als Eltern einfach die Frage stellen, welches Ziel habe ich mit dieser Sprache? Ist das Ziel für diese Sprache, dass das Kind in der Sprache sprechen, lesen und schreiben kann? Wird das Kind in der Sprache später studieren? Und das wird die Sprache, die das Kind am häufigsten im Gebrauch haben wird und akademisch Erfolg haben soll? Oder reicht es vielleicht, dass das Kind in dieser Sprache nur fließend sprechen kann und vielleicht ein bisschen lesen kann, aber nicht schreiben kann? Oder reicht es einfach, wenn das Kind sich in dieser Sprache einfach verständigen kann und vielleicht ab und zu mit irgendwelcher Verwandtschaft aus China oder Japan, ich weiß es nicht, egal aus welchem Land, ab und zu gelegentlich sprechen kann, aber mehr braucht das Kind nicht. Und da soll man sich als Eltern, finde ich, einfach die Ziele vor den Augen setzen und überlegen, wie weit will man gehen, wie weit willst du mit deinem Kind diese bestimmte Sprache vertiefen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte drück mir den Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, falls du noch kein Abonnent bist, und teile dieses Video mit deinen Freunden, falls du das nützlich findest. Das hilft mir sehr, meinen Kanal weiterzuentwickeln, besonders wenn du das teilst und kommentierst und Daumen hoch drückst. Also sei aktiv, ich bedanke mich herzlich bei dir und wir sehen uns in dem nächsten Video.